Du bist Händler und verkaufst deine Waren bei Amazon oder eBay und verschickst diese selbst, dann lohnt sich in der Regel ein DHL-Geschäftskundenvertrag. Doch aufgepasst, manchmal kann es sich nicht lohnen. In diesem Video erfährst du, wann es sich lohnt und wann es sich nicht lohnt, einen DHL-Geschäftskundenvertrag abzuschließen. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So, dann lass uns mal darüber sprechen, ob es sich auch vielleicht für dich lohnen kann, bei DHL einen Geschäftskundenvertrag abzuschließen. Warum möchte ich in diesem Video über DHL sprechen? Naja, weil sich das Video auch über DHL-Pakete dreht. Andererseits nutze ich das selbst und bin damit sehr zufrieden. Deshalb kann ich aus Erfahrung sprechen. Und DHL ist einfach weit verbreitet, so dass man auch eine gute Leistung bekommt, wo man seine Pakete einliefern kann. Man kann eine Abholung anordnen, dass die Pakete zu Hause abgeholt werden. Dies ist inklusive im Preis drin, das kostet nichts extra. Man kann seine Pakete in viele Filialen in seiner Nähe von DHL-Shops und so weiter bringen, wo die Pakete da angenommen werden. Ein großer Plus ist natürlich auch die Packstation, die rund um die Uhr geöffnet ist. Da kannst du deine Pakete jederzeit hinbringen und diese werden dann im Laufe des Tages abgeholt und an den Kunden versandt. Zumal der DHL-Versand einfach sehr schnell auch beim Kunden ist. In der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, 1 bis 2 Werktage ist die Regel im nationalen Versand, also DHL-Paket. So, dann lass uns mal anschauen, ob es sich dann auch für dich lohnen kann. Alle Informationen, wie immer, die ich hier zeige, findest du unten in der Beschreibung, so dass du das für dich nachkalkulieren kannst und für dich ausrechnen kannst. So, wenn du hier dann drauf geklickt hast, DHL Geschäftskunde werden, dann gibst du deine Anzahl der Pakete, die du pro Jahr voraussichtlich versenden wirst, ein. Ja, Minimum, muss man dazu sagen, sind 200 Pakete pro Jahr. 200 Pakete, das wären dann ca. 16 bis 17 Pakete im Monat, was durchaus machbar wäre, wenn du gerade anfängst. Solltest du aber gerade sehr wenig Pakete verschicken und vielleicht gerade komplett in der Anfangsphase bist, dann würde ich dir raten, das Ganze hier noch gar nicht abzuschließen. Sobald du aber sagst, ich komme so an meine 15 bis 20 Pakete im Monat, dann würde ich das Ganze hier abschließen, denn dann kann es sich lohnen. Wir machen gleich mal eine Kalkulation, wann es sich lohnt und wann es sich nicht lohnt. So. Und zwar gehen wir mal vom Minimum aus, 200 Pakete im Jahr und davon international verschickst du am Anfang vielleicht gar keine. Ja? Dann berechnen wir das Ganze, machen uns hier ein Angebot und wir sehen hier, nationales Versenden kostet uns dann 4,25 Euro, aber aufgepasst, hier steht in erster Linie ab, das kann für dich auch eventuell mehr werden. Und andererseits muss man hier auf die kleine 2 achten und wenn wir ganz nach unten gehen, sehen wir, die 2 bedeutet Pakete für 1 Kilogramm national. Die Maße siehst du hier. Sollten deine Pakete jetzt größer sein, die du verschickst, dann müsstest du das eventuell schon nachkalkulieren lassen. Dann werden dir der spezielle Preis angezeigt. Ist dein Paket schwerer als 1 Kilogramm, dann erhöht sich natürlich auch der Preis. Ja? Zumal die Mautzuschläge inklusive sind, okay, aber ein ganz wichtiger Punkt ist in dem Falle, die Preise sind noch zuzüglich der Umsatzsteuer. Das heißt, auf die 4,25 Euro kommen da noch 16% Umsatzsteuer drauf. Und dann gehen wir mal von aus, wir bekommen die 4,25 Euro pro Paket und unsere Pakete sind in dem Maßen von 1 Kilogramm und die Maße, die wir da gesehen haben, dann bezahlen wir 4,93 Euro brutto. Ja? Und jetzt ist der Punkt, wenn du Kleinunternehmerregelung anwendest, dann bekommst du deine Umsatzsteuer nicht zurückerstattet. Also du bekommst nicht die Vorsteuer, in dem Falle die 16% vom Finanzamt wieder, sondern du zahlst immer den vollen Preis.
Hier musst du dann schauen, ob es sich wirklich lohnt in deinem Falle, wenn du die Kleinunternehmerregelung anwendest, auch als Geschäftskunde bei DHL zu verschicken. Wenn deine Pakete jetzt nun mehr als 200 sind, ja, dann ist es so, dass da auf jeden Fall bessere Preise zustande kommen und du verschickst beispielsweise im Jahr auch noch, gehen wir mal hier von 20 Paketen ins Ausland. Dann kalkulieren wir das Ganze und wir sehen hier schon ab 3,80 € wäre es machbar, das zu verschicken. Und in der Regel, wenn du 1000 Pakete verschickst, es kommt auf den Warenwert natürlich an, dann ist es meistens so, dass du nicht mehr die Kleinunternehmerregelung hast und in dem Falle würdest du auch die Vorsteuer, also die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer, alles das gleiche wiederbekommen und in dem Fall würdest du auch effektiv wirklich 3,80 € bezahlen und das wäre die Ausgabe für dein Paket. So, und wie gesagt, du kannst das Ganze hier einmal ausfüllen und dir ein Angebot zukommen lassen, einfach mal durchrechnen, kalkulieren, ob es sich für dich lohnt oder nicht. Die Pakete sind immer, wie gesagt, versichert bis 500 € pro Paket und ja, wie schon gesagt, 1 bis 3 Werktage sind die unterwegs. Bei höherem Aufkommen kann es natürlich länger dauern, wie zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft. Dann kann das Ganze auch mal seine 5 Tage in Anspruch nehmen, falls mal ein Paket irgendwo auch mal stecken bleibt ein bisschen. Aber in der Regel geht das so. So, solltest du das jetzt für dich mal kalkuliert haben und du merkst, oh, das passt für mich nicht, ich bin Kleinunternehmer und bekomme die Vorsteuer nicht wieder, dann kannst du mal schauen, dass du das Ganze hier auch ganz normal als Privatkunde verschickst, beziehungsweise gewerblich, aber als für den Privatkundenservice hier guckst. Und da ist es so, dass du zum Beispiel Pakete bis 2 Kilogramm für 4,99 € verschicken kannst. Diese sind schon inklusive der Mehrwertsteuer. Da kommt nicht noch das Ganze obendrauf. Und einen kleinen Nachteil hast du zwar, aber auch einen Vorteil. Hier kostet ein Paket mit 2 Kilogramm 4,99 €, aber maximale Maße sind in dem Falle 60 mal 30 mal 15. Solltest du jetzt ein Paket, was etwas größer ist, verschicken wollen, dann sind das Ganze schon wiederum ganz schnell mal 5,99 €. Und in dem Falle lohnt sich dann sogar für dich als Kleinunternehmerregelung ein Geschäftskundenvertrag, ja, wie du das hier siehst. Auch bei 200 Sendungen im Jahr. Nur die 200 Sendungen müssen schon sein. Ja, so viel dazu. Das sollte jetzt kein größeres Video sein. Rechne das für dich einmal aus. Solltest du dazu Fragen haben, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde da so schnell wie möglich antworten, um dir da Hilfe zu geben. Und sonst werden auch andere Videos noch folgen zu anderen Versanddienstleistern, wo man eventuell guckt, ob es da was für dich besser passt, oder du guckst schon vorher selbst. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, damit ich noch mehr solcher Videos machen kann. Und abonniere auch gerne diesen Kanal. Drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich viel Erfolg beim Verkaufen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.